Hallo, ich bin Stefanie und ihr seid heute hier bei den Sonnenschein-Alpakas in Zingst bei Querfurt. Also ich bin ursprünglich Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Psychiatrie, habe viele Jahre da gearbeitet und habe dann was gesucht, um Klienten oder Patienten halt auch andersweitig zu helfen, ne? Alternativen anzubieten. Und da bin ich dann auf Neuweltkameliden gestoßen. Also Alpakas und Lamas sind Neuweltkameliden und durch ihren Charakter und ihre besonderen Eigenschaften sind sie halt wirklich gut geeignet bei psychischen Erkrankungen, um den Menschen da zu helfen. Und es gibt das Sprichwort, schau dem Alpaka nie zu tief in die Augen, denn du wirst dich für immer verlieben. Und so ist es. Man neigt dazu, in das Vlies wirklich zu greifen und das ist so kuschelig weich. Und da machen sie natürlich auch so tolle Geräusche, ne? So ein typisches so ein Summen. Und das ist so angenehm, da kann man sich nur wohlfühlen. Nicht nur die Tiere können hier durch ihre ruhige Art überzeugen, sondern einfach auch die Natur. Also Gäste, die zu den Sonnenschein-Alpakas kommen, werden erstmal von mir begrüßt. Dann geht es gemeinsam zur Weide, zu den Tieren. Ich stelle die Tiere vor, ich erkläre die Besonderheiten der Tiere, was auch bei den Wanderungen zu beachten ist. Die Tiere werden angehalftert, jeder bekommt sein eigenes Tier, wenn er möchte. Und dann starten wir schon. Meine Angebote zielen natürlich darauf hinab, einfach mal vom Alltag abschalten zu können. Gerade in der heutigen Zeit, wir wissen alle, Termindruck, Zeitdruck. Und da ist es ganz wichtig, wirklich auch mal zu sagen, man braucht mal eine Auszeit. Das Schönste an meinem Job ist, den ganzen Tag Zeit mit den Tieren zu verbringen und natürlich in der Natur zu sein. Also ich empfehle natürlich jedem mal bei uns vorbeizukommen, bei den Sonnenschein-Alpakas. Und es macht einfach nur riesig viel Spaß, mit denen spazieren zu gehen. Man kann entspannen und jeder hat am Ende ein Lächeln im Gesicht.